So, hallo Leute, schon bin ich wieder da. Und schon geht es weiter. Okay. Okay, das heißt, wir müssen... Da müssen wir hin. Ah, guck mal, ich habe mal einen Harpun. Ich kann mich wehren jetzt gegen die Haie. Ich dachte, da geht's durch. Und so maximal 5 Knoten. Oh. Ah, da geht's durch. Okay, ist vielleicht doch eine Option anzuschalten, dass man das Segel durchsichtig macht. Was wo da? Haha, excellent work. Da wohl der kleine Grogu fand mich. Mich haben. Okay. Wie mache ich jetzt hier das Ding? Wie acquire ich denn hier die Akazie? Und? Bin irgendwie zu dumm dafür. Hier war irgendwie noch eine. Na, hier. Einen von 8 habe ich. Okay. Was blinkt hier denn die ganze Zeit? Okay. Ach, das waren nur die Stummel von den Stämmen.
Die waren schon abgeerntet, ne? Weil jetzt hier stehen auch nur die Stummel. Wir haben ordentlich eingesammelt. Auf geht es. Battle Station. They'll sing shanties of you soon enough, Captain. Okay. Return to your stations. Das ist wie Assassin's Creed Black Flag. Das haben sie übel abgekupfert. Muss man halt mal sagen, oder? That's some fine timber, Captain. Ah da, jetzt ist es nachgewachsen. Entering Safe Zone. Weapons disabled. Your ship is under protection. Also wenn man das ohne Streaming spielt, also ohne OBS, kann man auch die Qualität hochsetzen und tatsächlich ist das Wasser richtig geil animiert. Und Disembark. Ich habe mir sagen lassen, selbst das Phytoplankton im Wasser wird animiert. Ja, also die Algen im Endeffekt. Ich meine, obviously nicht auf der Qualitätsstufe, die ich da jetzt gerade spiele. Aber das hängt immer ein bisschen zusammen, weil ich halt nur ein PC-Setup für Streaming habe. So, jetzt sind wir hier. Mal wieder. Und wir müssen die delivern. Okay. Erinnert vom Aussehen her so ein bisschen an den Touch von New World, muss man halt sagen. Ich habe nur auf die Ultra gestern nicht drauf geachtet. Ja, ich denke mal, du wirst ja noch heute oder morgen noch mal zocken, ne? Weil Montag um 9 ist zu Ende. Okay, das heißt, habe ich gemacht. Submit. I was worried you would not continue like this, mate. Okay, Sea-Würfel-Ship. Das heißt, es gibt. Das habe ich gekriegt. Build your fleet with the help of the NSP1 community. Speak to Shipwright. Nur Captain Swift, der soll nur craft your ship to be nominated. Ah, es gibt 100 Infamy. Morgen versuche ich nochmal reinzuschauen, heute nicht. If you have the silver. Ja, ist ja gut, ja, ich meine, was immer die Hand halt hergibt. Was soll ich machen? Craft a Beta in the Shipwright. Ahoop woop. If Skerlock vouches for you, then we can do business. Class Beta. Ah, okay. 20 Jute, Akazie, Big Iron, Required Cost 360, habe ich alles. Mein erstes Schiff. Hast du da eigentlich dein Schiff schon? Also das hier, was ich gerade baue? Oder betrete ich jetzt schon für dich Neuland? Yeah! Bauen! Mit Fireworks. Ich glaube nicht, dass es damals so funktioniert. Bis wohin muss ich denn spielen, dass du was Neues siehst? Ab jetzt. Ah, okay.
Okay, das heißt, das ist das, was ich alles gekriegt habe. Change Ship. Move all cargo to new ship. Ja, move all cargo to new ship. Look at that. A ship to call your own and a shoreline calling to good fortunes. Speak to Thomas, the blacksmith, next. Ich soll zum Blacksmith gehen. Okay. Wo ist denn eigentlich mein Tattoo, das ich gesucht habe? Oder benutzt habe am Anfang? I normally wouldn't give a nobody like you. Ja, Text. I pay any price to armor vessels. Ja. Hungry little gubby, aren't you? The extra crash has left a short on supply. Bring me supplies and I'll... Alter, es wird nicht angezeigt. Jetzt wird es angezeigt. Aha, muss interagieren. Color your shade. Repair Kit. Roblocker. Roblocker Major Furnisher. Aha. Before you can take a boy out of the company, you need provisions. Contract accepted. Okay, okay. Das ist als Quest angenommen. Ich hoffe mal, dass werden sie noch ein kleines bisschen Kraft Kulverin, 3 Stück. Okay, das ist die Standard Mini erste Kanone, 3 Stück. Ja. What the fuck? Die erste Kanone. Ich sollte 3 davon soll ich machen, ne? Na, wenigstens gibt es nicht bei jedem Ding eine Animation. Okay. Acquire 120 Cannonballs. Ist das All Deck Weapons? Top Deck Weapons? Okay, das ist ein Bumm. Ah, okay, das gibt noch verschiedene. Oh, wie viele Klassen von Waffen gibt es hier noch? Okay. Mörser. Buggeschütz. Munition. Wie viel brauche ich? 120. Wie viel kriege ich denn? 100. So hot. Damn tropics. 100. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt noch einmal. These furry cannons, they'll pierce. Den Scheitel, dann müssen sie noch erweitern. Das Tattoo ist, glaube ich, auf deiner Brust, aber die siehst du ja nicht. Ja, du siehst auch deinen Körper nicht, wenn du deinen Körperbau wählst. Dann siehst du nur, dass sich die Schultern und das Gesicht ein klein wenig ändern. Oh, auf jeden Fall gab es hier Kosmetik-Items. Aha, aha. Ah, hier. Available Contract. First Blood. Nächste Quest. So, you got your cocky pricks. Keep it. Arm your ship with the newly crafted cannons. Equip your ship with weapons and equipment at the dock before setting sail. Okay, wie mache ich das? Ist hier irgendwas? Oh, wer warst du? Ah, ne. Ah, hier ist frischer Fisch. Okay. Equip your loadout. You can access the ship menu from anywhere in the den. Use the ship, manage ship menu, customize your equip to the cannons before saying. Okay. Okay, das heißt, ich muss jetzt Manage Ship machen. Aha! Sieht schon mehr aus. Weapons. Okay. Ja. Und jetzt? Habe ich gemacht.
Ah, okay. Ich kann eine vorne positionieren. Du wirst an die Mitte positioniert. Na, die sind halt schon gebunden. Und die sind auf der anderen Seite. Okay. Damage läuft ja mega. 15. Immerhin, ne? Ich habe vorne. Und du siehst hier, wie viele Punkte du halt besetzen kannst. Drei Kanonen. Obwohl das halt zwei Kanonen sind, aber das sind halt für drei Slots. Attachment. No attachment available. Was ist das eigentlich? Customize. Also mit Erklärungen müssen sie halt echt nochmal zulegen, oder? Dass da halt. Ist das, wie gefährlich dein Schiff ist? Furniture. Oder wie wertvoll. Increase Acceleration to 300%, wenn Trim is activated at full stamina. 5% Stamina is instantly consumed to trigger this effect and uninstall one major furniture at the ship. Aha. Okay. Würde auch sagen, Schiff. Teure Stufe oder was, ja, ne? Weil es wird ja auch erhöht, wenn ich jetzt hier den Locker installiere. Gab es ja jetzt auch 50 hier. Das ist für deine Schiffsstufen irgendwas. Ship Cosmetics. Oh, ich habe Schiff Cosmetics. Do not forget to customize the look of your ship. Crew Outfit and Pet. Oh, Pet. Ich habe ein Haustier. Cosmetic items are used to customize the look of your captain or ship. They only affect on your ship's appearance. Do not affect gameplay. Okay. Habe ich nicht. Aha. Ah, das habe ich vorhin in den. Oh. Ja. Das habe ich vorhin. Das habe ich vorhin durch die Post bekommen. Die beiden Dinger. Aha. Ah, klingt gut. Was bist du? Rusty Shade. Ja. So. Läuft. Und jetzt? Ah, müssen wir wieder zurückgehen. Ensure you have sufficient ammunition, food, repair and restoration kits. Before saying say, lack of potions lead any untimely demise. Okay, manage cargo. Ich habe 200 Cannonballs. Ich habe 5 Repair Kits. Brauche ich das? Ja, ab ins Warehouse. Akazienplanke, Warehouse. Eisen-Ingots. Krokodilhaut. Metall. Weg. Also, ich habe Cannonballs, ich habe Repair Kits. Ich habe grillt Fisch. Okay. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Kann man überleben. Oh, ich habe 20.000 jetzt Cargo. Wegen dem neuen Schiff. So, dann. Was soll ich denn eigentlich machen, questtechnisch? Ich habe nicht aufgepasst. Captain, grab your spyglass so we can identify those French leeches.
Destroy Company Gatherer Ships Sink Gatherers. Ja, Küste von Afrika. Aber wir sind irgendwo bei Madagaskar. Man hört die Shandys kaum. Was geht denn? Ah, nur 80%. Was ist das eigentlich? Was für dein Schiff denn aktuell ist, oder? Ja, ne? Es geht. Update. New Trade Route. Erstmal Faction Settlement. Was ist das? User Transport Refine Goods. Okay, das heißt, du kannst dann hier quasi. Holy, 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 oh, oh. Oh, Loot. Aha. Okay. Also die Geräusche sind halt schon übel, ne? Überall passiert irgendwas und du weißt halt nicht was, weil du das erste Mal spielst. Okay, auf die kleinen Dinger da schießen. Willst du mich verarschen? Was war das denn? Was seid ihr denn? Abteni, you're a sharpshooter. Was schon da? Crewboarding? Alter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt. Bonusloot. Was? Achso, das ist der Loot, den ich krieg. Take all. Kokosnüsse. Du musst noch zielen üben. Ja, ich glaube, mit den einfachen Kanonen, also mit den billigsten Kanonen hier, die sind, glaube ich, echt auch nicht so zielgenau. Und ja, übrigens soll das so sein, dass das Boarden extrem nervig ist. Also ich glaube, das Beste, was du machen kannst, sind 3 Versuche. Das heißt, beim dritten Mal,
Beim dritten Mal quasi boardet. Wie kommt der Dinosaurier da rum? So, wer bist du? Oder ist noch einer? Kapitän, what do you make of that? We've spotted a ship, Captain! Over there! Get moving, you rascal! Aha, das war schon mal eine bessere. Ah, guck mal. Da auf die. To your battle pole. Auf die roten Dinger schießen. Es ist halt genau drauf, ne, aber. They will be feeding the fishies soon enough. They will be feeding the fishies. No. Hallo? Du kannst halt nichts machen, außer R drücken. Jetzt. Aber wenn du sie boardest, kriegst du Bonus-Loot. Okay. Was auch immer das dann ist hier für ein Bonus-Loot. Ah, das ist das Iron gewesen. Okay. Warum ist da so ein rotes Ding? Macht mir Sorgen. The Battle Station. Ich sehe nix. Wie kann ich den Kamera wechseln? Irgendwas ist da. Kanonenkugeln fliegen in einen Korb. Ja, das Problem ist nicht, die Kanonenkugeln fliegen in einen Korb, sondern dass der Wellengang natürlich dein Ziel halt maxim beeinflusst. Call for help. Diesem Radmenü. Okay. Oh. Alter. Okay. Auftrag erledigt, müssen wir wieder zurückfahren. Okay, das heißt. Schießen die auf mich? Hoi, ho. Das dürften Spieler sein hier, glaube ich. Ja?
Ah, man kann da näher ranzoomen. Okay. Hammerhead, Coconut. Und der Coconut. Jute. Oh, hier sind Schiffswracks. Was ist das für eine komische Schiffsroute? Use to transport refined resources in man. Ale, Eisen und Silber. Okay, Bier, Eisen und Silber. Wai-di-ho. New trade route is covered. Ich bin Scoundrel. Was ist das? Sufo Lumberyard. Oh, kannst du auch die Settlements überfallen? Heidi ho. Okay. Die Steuerung im Kampf lässt halt noch sehr zu wünschen übrig, ne? Wenn dann plötzlich die Kamera einfach so mittendrin wechselt. Irritiert halt doch etwas hart. Das Problem ist halt natürlich, und ich weiß nicht, warum die gewechselt hat. Ich habe nichts gedrückt. Ich glaube, Kamera wechseln machst du über 1, 2, 3. Ne, über die Zahlen. Aber die habe ich nicht gedrückt. Oh, ich habe eine Post. Aha. Sons of Liberty. Ready to claim. Okay. Ja, take. Ja. Eine Scoundrel Chest. Also, was das ist. A chest gifted by an unknown sponsor. Open. Hunting Spit ohne Demi kennen. Es gibt eine bessere Kanone. Was bist du? Lumber Cloth. Traditional Garment from Red Isle. Okay. Jute. Bisschen Eisen. Ich habe in dem Gefechten jetzt 60 Schuss. Okay, ein Schuss, eine Kanonenkugel, oder? Okay. Prepare Kits, Kokosnüsse, Bread. Okay. Wo sieht man denn nochmal seinen Ruf? Ah, hier, Scoundrel. Rang 1. Das ist mein Schiff. Ach ja, hier siehst du auch, was du geladen hast. Okay. Also du kannst hier den Scoundrel-Ding schon mal irgendwie nicht gucken, wie viel du immer brauchst. Du siehst immer nur den nächsten Rang. Was ist das? Codex. Captain Tools. Ah, okay, hier wird dir erklärt. Zumindest ein bisschen was. Navigation Tools. Die Map. Der Kompass. Spyglass. Das können wir noch verbessern. Okidoki. Na, das hat ein bisschen was von Pirates. Hier, sieht man als Pirates. Und da ist nämlich genau das. Du hast auch die verschiedenen Hilfsmittel, die du bei irgendwelchen zwielichten Händlern kannst du dann auch dann verbesserte Versionen kaufen. Das habe ich extra gespielt, um einzusteigen wieder in das Piratengeschehen. Okay. Ich habe ein Zweier. Remove vom Journal. Warum soll ich das removen?
Ah, du brauchst den. Ach so, das ist eine Verbesserung. Okay. Du musst erst den Jagdspeer machen und mit dem Jagdspeer, den brauchst du, um halt den verbesserten Jagdspeer zu bauen. Okay, kriegst aber hin. Harvesting Tools, was ist das? Grober. Okay. Die Pickaxe, dann hast du auch Metal Ore vom Deposit. Okay. Die Säge, um die Bäume zu ernten. Okay, und die Sichel, um Pflanzen zu ernten. Okay. Immerhin. Top Deck Weapons. Long Gun. Can be purchased from Blacksmith in St. Anne. Aha. Oh, es gibt Torpedos. Fires devastating Torpedos, they deal double damage by being armed. Okay. Du kannst Torpedos werfen. Ist ja ein übler Mix mit World of Warships, oder? Ich bin ja Zerstörerfahrer. Hohoho. Da bin ich doch ganz in meinem Element. Na, man sieht halt ja auch gleich in den Farben, ne? Das ist halt episch. Rare, grün. Mit Flooding. Hat halt so Vibes von WoWs. So, dann gibt es die Panzerung. Es gibt halt die Furnitures, also Möbel. Materialien, Ship Supplies. Okay, muss man sich ja alles erstmal durchklicken hier. Ah, Küste von Afrika, es gibt Outposts. Oh, das sind irgendwelche Gimmicks, die du finden musst. Settlements 2. Hä? Ostindien. Telok Pinchara denn. Open Seas. Da gibt es 15 Dinger. Okay, diese Bücher und Briefe, die liegen halt in den Outposts und Settlements halt rum. Hättest mal eher Black Flag gespielt. Ja. Aber alles, was Black Flag auf Land passiert, hast du ja hier nicht. Du bist ja ausschließlich auf Wasser unterwegs. Okay, das sind halt verschiedene Inseln, die Red Isles noch. Oh, hier hast du die Fraktionen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fraktionen im Moment. Die Sea People. Ach so, ja, okay. Da habe ich einen Letter schon gefunden. Compagnie Royale, die haben wir gerade angegriffen. DMC, Clan of Farah, The Helm, Rampa, Sea People und Ungvana. Okay. So. Let's talk. Aber bisher spielt es sich ganz okay, muss ich sagen. Ne, die Steuerung ist halt noch ein bisschen hakelig, vor allem auf Land. Und es braucht halt noch den letzten Schliff. Ja, okay. Ne, report your success. Kriege ich zweimal ein Repair-Kit und Warm Raiders Outfit, Schiffkosmetik. Okay. So, und 200 Ruf. Ja. Und 600 Gold. Da, welcome aboard. Speak to the Blacksmith. Okay, forging the weapons am Consumer. And board company skirmishers to steal their weapons. Ah, jetzt muss ich natürlich nicht einfach zerstören, jetzt muss ich. This next job will be C. Command. Ich gehe mir schwer davon aus, dass das hier alles nur noch das Tutorial ist. Acquire Cogwheels. Acquire Kulverin. Okay. Do you have business for me?
Ach so, da muss ich. Okay. Gibt's hier eigentlich sowas wie Anzeige für offene Quests? Die Störung im Land ist mir wurscht, auf See finde ich es gut. Ja, man muss halt sich erstmal dran gewöhnen auch noch. Du bist weg. Kokosnüsse gehen weg. Ja, alle, wenn es geht. Das Eisen geht weg. Die Jute. Die Kloves. Die Demiken. Okay. Ach, das sind Plätze. Ich habe 140 Plätze. Jetzt fällt mir das ein, ne? Weil das hier genau 5x5 sind. Das sind 140 Plätze und 25 habe ich jetzt belegt. Dafür, dass ich jetzt immer noch im Tutorial bin und schon 125 Plätze mache, ist das echt wenig. Repair-Kits passt. Ja gut, Transfer to Warehouse. 5 Stück. 2 behalt mal. Gibt's hier so... Ah, das ist nur der König. Es gibt hier nirgendwo eine Anzeige, da ist eine Quest. Oder so. Okay, da muss ich hin, oder? Nee. Da muss ich hin. Okay, meine Chip wieder. Ich guck mal. Oh, hier. Ich kann... Jetzt schneller Reload, aber eine kleinere Reichweite. Okay. Attachments haben wir noch nicht. Schiffskosmetics. Hä? Der Colonel de Fort ist 6000. Okay. Halte ich hier nicht vorhin irgendwelche Piratendinger? Ach, das ist das Vorsegel. Okay, okay. Nein. Ja doch, hier ist eine... Boah, Alter, wie viel sind das auf einmal? Okay. Okay. Set Cell. Repair. Was ist das? Repair? Cannonballs. Warum leuchtet das rot? Weil es zu wenig ist. Das passt schon. Wie du sagst, toll. Da kommt schon noch was. Ja. Hier. Das ist ja noch ganz am Anfang, ne? Ich spiele es auch nicht mal draußen. Was? Getting close to ship, this has been heavily damaged and vulnerable to crew attacks, allows you to perform crewboarding maneuver. Ja. Which yields more loot beyond that revealed in the spyglass. This may even include inclusive items and equipment. That would... Okay, das heißt, wenn du die enterst, kriegst du nicht nur Zusatzloot, also Standard-Zusatzloot, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du seltene Ausrüstung zusätzlich findest. Oh, hier, es sinkt.
Okay. Was ich ein bisschen unglücklich finde, ist, dass dir nicht angezeigt wird, wenn du auf Loot zufährst oder an Loot vorbeifährst. Nur du hast dieses kleine F, das plötzlich aufblinkt. Bei Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, wird dir halt tatsächlich der Loot sichtbarer angezeigt. Auf alle Fälle. Natürlich muss ich gegen den Wind fahren. Ab, du Kackei. Aha, ich bin nicht mehr klein genug, ja? Da, jetzt hier. Wo war jetzt hier der Loot? Da schwimmt einfach Jute rum. Hier sieht man das auch im Wasser schwimmen. Sieht man das? Kisten sieht man, Jute ist zu klein. Ja, ich hatte ja bisher nur Jute. Get the battle stations. Bam, 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 bam. Charlie-ho, Bonus-Loop, jede Menge. Aha, ein Cockwheel, Zahnräder, einmal eine Kanone, blanken Cannonball, Condensed 10 Cannonballs. Repair Kit. Okay. Now neutral. Das geht relativ schnell, dass die, wenn du die gegnerischen Fraktionen angreifst, wirst du von denen halt gesucht, kriegst halt Negativruf. So wie bei, bisschen so wie GTA funktioniert das. Ja, dann suchen die dich, aber die sind relativ schnell, sind die wieder neutral. Oh, wat? Okay. Was bist du, Repair Kit? Das mit dem Boarden ist halt echt schwierig noch, weil du musst R gedrückt halten. Ha, ich hab dich.
Nein! Okay, ich habe genug Zeug, oder? Ja. Ich habe 10 von 6. Ich muss das delivern. Hast du den Spieler gekillt? Nein, kannst du nicht. Ja. Das ist ein Spieler. Oh. Ich kann ihn angreifen. Keiner gesehen. Ah, mein Ruf steigt. Warum auch immer. Unglücklich, dass du immer den im Kampf die rechte Maustaste gedrückt halten musst und dann R drücken, um das Schiff zu ändern. No, neutral. Siehst du? Neutral. So einfach geht das. Eben war ich noch hostile und jetzt bin ich neutral. Da war wieder irgendwo Jute. Noch mehr Jute. Okay, was aber richtig hart ist. Repair Kits brauchst du was? Getting close to ship is mehr damage vulnerable to points. Holt rechte Maustaste und brech R to pull a vulnerable damage with your grappling hooks. If you successful, you do a crew boarding. Okay. Ja, du musst die rechte Maustaste. Nee, ich habe das. Also gekillt habe ich den nicht. Das war das. Das gegnerische Schiff, das man kaputt, das ich kaputt geschossen habe. Und falls der Spieler draufgegangen ist. Ja gut. War ich halt stärker. Oder? Falscher. Wie das? Zur falschen Zeit am falschen Ort oder so. Was halt krass ist, dass diese Schiffe sich gegenseitig helfen. Hat man gerade gesehen. Da haben 2 oder 3 auf mich geballert auf einmal. Obwohl ich nur 1 engaged habe. Okay. Das bedeutet aber, ich konnte den Spieler verletzen. Ne, denn beim zweiten habe ich ja jetzt drauf geschossen, einfach um die Theorie zu testen, ob ich den treffe oder nicht. Und das heißt aber, dass PvP funktioniert. Also vermutlich jetzt nicht so, dass man sich halt das direkt das machen kann, aber du kannst gegnerische Spieler auf alle Fälle verletzen, gegnerische Schiffe. Ob ich die dann plündern und looten kann, das habe ich jetzt nicht getestet. Aber das bedeutet, dass dir im Kampf gegen NPCs tatsächlich die Leute einen Strich durch die Rechnung machen können. Ja, wenn halt dann plötzlich einer ein Spieler kommt und noch mehr auf dich ballert. Restoration Kit acquired. Okay. Demi Cannon. Dress to kill. Prove your skills a pirate. Speak with the blacksmith. Okay, dress yourself. And that's the way I like it. You tormented the companion, but you look like shite. So you've been to the atelier. If you want to rise above the, if any pose too fierce. Ich soll mich jetzt anziehen wie ein Pirat. Neues Schiff. Da bekommst du deinen eigenen Julian. Mein Watt.
Oh, was ist denn das für ein Symbol? Strike the Iron. A heavy company presents is disrupting Thomas Material Shipments, affecting his ability to smith weapons. Meet John Scurlock, the Kingpin of St. Arm. I do miss Bristol. Lemur King Julian. Ach so, ja, dein Haustier. Aha. Fountain Red Alchemy Chest in the Blacksmith. You do not own the required blueprint. Wo kriege ich die Blueprints? I could use a drink. Ich glaube, Rüstung wäre auch nicht schlecht, irgendwie mal. Ich kriege halt übel auf die Fresse. Ja, ich will auf alle Fälle, brauche ich Cannonballs. Zwei. Hab ich 200, ne? Ja, 200 Cannonballs, okay. By tracking a blueprint that you own, you can easily view the materials required to craft item. It reveals location of all remaining receipt materials on a map, which you can. Ah, okay, wenn du was speziell herstellen willst, gerade wenn halt was höherwertig ist, na jetzt auf dem Level ist es ja Schnullibulli, kannst du natürlich das dann tracken, wo du hinfahren musst, um die ganzen. Aha, das sind die Zoom-Stufen, okay. Ach, guck mal, jetzt werden hier auch Quests angezeigt. Aha. Ein Jobboard. Ich nehme alle an. Rechts auf der Map ist ein Event. What? Einmal mal das Questlog voll knallen. Vielleicht gibt es ja ein Questlimit. Beziehungsweise, wenn du hier Quests hast, ob die sich gegenseitig beeinflussen. Der Map ist ein Event. Ach, das da? Nee, das da. All Hands on Deck, Colonial Ship Immersion. Nee, das ist ein. Das war kein Event. Oder? Du bist doch rechts auf der Map. Das müsste das sein. Ah, da läuft die Zeit. Okay. Das wird von der Quest sein. Keine Ahnung. I've heard enough about you to know. Ja, komm hin. You are greedy as a shark. If you are willing, then heed my advice. As long as I get a cut, we have a deal. Follow my advice and you'll make a profit in no time. Return when you are ready for big profit. Okay, was wollen die jetzt?
You bringing me good business. Ja, good business. I'd like to sell again. Jute weg. Akazien-Dinger weg. Eisen. Eine Jute. Da haben wir noch die komischen Cogwheels. Die Chest muss ich aufmachen. Removes all status effects from the ship. Ah, das ist, wenn du bremst oder so. Okay. Ja, die Kiste muss ich auch machen. Oh, die kann man hier direkt auch machen. Kroba 2, Picksack. Und eine Iron Cladding Station, was auch immer das wieder ist. Steal yourself, let's we plow through them like piss. Increased damage from ramming by 25%. Okay, einfach ein Zwerghaus. So, ich habe Nahrung. Ich habe Reparaturkits, ich habe Kanonen. Ohne Statuseffekte wach zu machen. Ne, der Timer muss halt jetzt einfach mal warten. Okay, hier sieht man Quests. Ne, ist immer noch Codex. Okay. Captain Tools. Ah, guck mal, die Zweier habe ich jetzt. Ah, ich habe die Blueprints jetzt gekriegt, oder? Ich habe die noch nicht gebaut. First Aid Station. Increase the repair amount of repair weapons by 30% for ships with less than 300% full effect. Okay. Offensive Möbel. Oh, es gibt hier sogar Range and Area of Effects. Okay. Oh Gott, ist das alles. Hier bei Track kannst du halt mal gucken, kannst du halt einschalten. Knowledge. Okay, was ist das? Map? Das ist Inventar. Das ist mein Schiff und mein Ruf. Meine Verrufenheit ist ja Infamy. Wo finde ich denn Quests? Das ist nur die Hauptquest. Kuh? Nein. Ich habe doch hier 1000 Millionen Quests angegeben. L wie Lock? Nee, L ist auch nicht. Kamera. Nee. Interface. Customer User Interface. Adjust all visual elements. Text Chat. Mature Language Filter. Customize Controls. Okay. Interact. Move forward. Embark. Go to Helm Office. Options. Store. Map. Knowledge. Cargo. Logbook. Okay, das ist diese komische
Taste. Captain ist O. Treasure Map ist G. Quest Objective ist X. Ja, aber wie kann ich denn Resource Wheel, Cycle Wheel, okay, wir merken uns mal die Taste O, G und X. Also die Taste. Ja, da kommen wir auf die Map. O ist das, Captain. X zeigt da nur die... Da ist halt meine Cam drüber, aber das müsstet ihr jetzt auch sehen. Irgendwie leckt gerade, das kann das sein. Ich muss mal kurz mein... Mein Stream nochmal neu laden. Meine Cam hängt. So. Ihr müsst mal refreshen. Einfach mal F5 drücken. Plupp. Ja, L geht nicht. O, komm mal dahin. G. Hier kann ich jetzt G drücken. Schön. Ah, okay. Your current tracked blueprints. Escape. Du musst auf der Map musst du G drücken. Ne, hier, wenn ich G drücke, passiert gar nichts. Du musst erst die Map aufmachen und dann kannst du hier in mit G dein Journal aufmachen. Alter. Das müssen sie dringend überarbeiten. Okay, hier kannst du dann auch deine Quest aussuchen. Kingpin's Honor. Was? Was musst du da drücken? O und A. Nee. Ah, das sind meine Blueprints hier, okay. Okay. Hier ist noch ein... Oh, was ist das? Wo musste ich hin? Für meinen Tools beim Blacksmith, ne? Craft Items? Nee. Remember, we never talked. Zu ihm, glaube ich. I will improve ja, your ship. Kopfgelder. Ah! Grober. Hunting Spear 2. Okay.
Do not require blueprint. Okay. We must resist tyranny. Also das mit dem Blueprint-Prinzip bin ich noch nicht ganz so auf dem Laufenden. Aber hey. Ja, ich bin glaube ich jetzt richtig gewesen. Okay, passt. Das Bounty Board. Mhm. So, das waren alles Nebenquests, die ich jetzt angenommen habe. Das dürfte die Mainquest sein, im Endeffekt. Und das ist immer noch Tutorial, mehr oder weniger. Thanks to Captain Fuffin. Really? You see my ships in the harbor? They make passage. As long as that flesh... Ja, kicken wir es durch. You seek fortune, Zavar. You won this chance, Cully. Now take... Ja, proof of the scroll to earn his trust. Can earn the scroll when ready. I want you to haul some guns to my allies, the sea people. They have information. Nee, auf dem Schiff gebastelt habe ich noch nichts. Das kannst du erst machen, wenn du mit dem Schiff in See stehst. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Weapon Cage. Okay. Keep that fire. Ja, keep that fire burning. So, ist hier irgendwas? Was ist das? Was zur Hölle ist ein Rumor? Also ich weiß, dass Rumor halt Gerücht ist, aber was macht das im Spiel? Schauen wir gleich mal. Okay, wir briben euch. Nun ist wieder Lost Treasure of Captain Freeman. Ja, habe ich gemacht. Turning the page, wir müssen gehen. New Spawny has been put up by company for a French children's book. The bounty poster in the tavern might have more information. What? Press to investigation in the logbook. Investigations. The lost treasure of Captain Freeman. Alter. Pirate Captain Freeman pulled off impossible heist of DMC ship. He and treasure disappeared without trace. Should find Freeman and shipped treasure. Okay. Turning the page. Okay, das heißt, du musst hier auch noch. A crate of used weapons meant for sea people. Achso, das ist für Quest. Kann ich auch noch. Kann man durch, ja. Ended investigations. Okay, so schaut der Typ aus. 5000 silver reward for the capture alive of writer Jacques Sorel of children's book Kid the Tiger fame. Suspected of withholding knowledge in regards to Shadow pirate heist. Last seen living in the mansion at top of the hill in the settlement of Saint Amélie. It has not been there for several weeks. Okay, calls for help. Ist mir egal. So.
ist das nächste Ding. Hunt for the crown. His jewel-encrusted crown. There are whispers that he still roams around the coast of Africa. If I had a ship of my own, I'd start at the Great Ukuta, seek the old king out and part him from his crown. Huh? Okay, sind wir jetzt hier fertig? Schick. Jetzt müsste ich richtig viele Pünktchen auf der Karte haben. Erstmal auf Schiff. So, jetzt musst du wieder Manage Ship machen. Also, Weapons. Okay, das sind die, die ich habe. Und das sind die, die im Warenhaus stehen. Deswegen haben sie dieses Warenhauszeichen. Okay. Kulvarin 1. Ich habe da Kulvarin 1. Okay. Und da nur die Demi-Kanone. Ja, bringt nichts. Alles dasselbe. Attachments. Haben wir nicht. Furniture. Ah, hier. Du meinst das hier? Die Iron Cladding Station. Bringt aber nicht so viel. Increased Damage vom Ramming bei 25%. Ah, aber ich kann es trotzdem installieren, oder? Ich habe einen Furniture Slot 1, ich habe einen Furniture Slot 2. Haha. Alter. Ship Cosmetics. Okay. Ich habe 2300. Es kostet halt Geld. Okay, ich habe jetzt alles installiert, was geht. Hattest du schon aufgestellt? Du meinst den anderen Furniture hier, diesen komischen Locker. Also Wandschrank. Was auch immer das ist. Den Seilwandschrank, ja, den habe ich schon aufgestellt. Ah, guck mal, ich bin jetzt sogar schon Stufe 2. Was auch immer das bringt. Ja, das ist halt der Punkt. Ich habe nur noch so und so viel Zeit. Die Frage ist, welche Quest machen wir jetzt? Wie kann man Quests nochmal auswählen? Hier, ne? Das dürfte die Main Quest sein und das sind alles Nebenquests, denke ich mal. Oh, hier. Na gut, dann. Brokat Ground ist aktiv, ne? Tracking. Ja, wir tracken die. Muss ich hin? Ist hier noch eine Quest?
Was muss ich machen? Bribe the sea people for reports on Skurlock. Looks like they're harvesting. They're taking everything! We will... Storm Castle... Strange sightings nearby. Warum kriegt man eigentlich Ruf hier, wenn irgendwas... Ich weiß nicht mehr, was passiert. Aber ich krieg halt einfach random Ruf. Nur durchs Rumfahren. Okay. Fahren wir mal hier oben hin. Coconut. Ah, da wäre eine Coconut gewesen. Ah, hier, jetzt sieht man auch die. Okay. Ich bin im Loot vorbeigefahren. Mit Crowbow an den Schifffahrt. Okay. War das ein Schifffahrt? We have too much weight. This is a maximum speed, Captain. Captain, what can we toss? The wind is ours. Ist hier ein Schifffahrt? Nee. Das ist ja kein Schiffswrack. Ach so, weiter vorn. Cunning had a face, it'd wear Skurlock's grin. Okay. Ja, es kann sein, dass ich viele Sachen übersehe und nicht mache, ne, aber... Das ist ja jetzt auch nicht tragisch. Jetzt musst du erstmal ein Feeling für das Spiel kriegen, dafür ist ja die Beta da. Ne, für 6 Stunden wirst du jetzt nicht unbedingt alles durchspielen. Und wir hatten ja das Schiffswrack im... Da, wo wir gestrandet waren, hatten wir ja das Schiffswrack schon gemacht. Das heißt, ich weiß schon ungefähr, wie das funktioniert. Na, da hast du auch dieses Minigame da. Wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob du anhalten musst für das Minigame. Coconuts.
Huh? Uh-huh. Thank you, Captain. Hunting requires precision. Okay, jetzt haben wir die Quest angenommen. May Harembe follow you. Du hältst automatisch an, okay. Was ist Cage? Oh, das ist eine kleine Geheimkiste. Nee, das ist einfach nur Zugriff auf dein Warenhaus. Lul. Oh, da kannst du von unterwegs auf dein Warenhaus zugreifen. Das ist ja neat. Okay, das heißt, das Warenhaus wird schon mal geteilt. Das ist gut zu wissen. Was ist das hier für ein Wüster? Für ein wüster Weg irgendwo in die Pampa? Okay, da lässt sich nicht weiter reinzoomen. Was macht man hier? Ein Waterflask. Ja. Kokosnüsse. Okay, das ist hier irgendwie random Shitloot. Okay. Blinkt da. Und mehr Kokosnüsse. Aha, wir haben eine dieser komischen Notizen gefunden. Ah, okay. Das heißt, du musst halt dann auch inland halt hier die Sachen einfach mal durchgehen und abkrabbeln. Okay, 10 Kennenwurf. Ist es nicht die Welt, was man da findet, ne? Aber wenn du mal abgebrannt bist oder so, kannst du dir hier am Anfang. Good day to you. So ein bisschen Loot zusammenfahren. Da das hat bestimmt wieder irgendwas mit abkommen kann. In Tizi. Was auch immer das ist. Und das Schöne ist, man kann immer Y drücken. Und bist direkt wieder auf dem Schiff. Fast Travel. Okay. There! The crew would love some fruit, Captain! Schnauze. Gibt nix. Ihr sterbt an Skorbut wie richtig Piraten. Gibt's keine Früchte. Das könnten sie sich sparen, immer wenn du aufs Schiff gehst, diese Zwischensequenz. Weil das wird nach einem Spieltag wird das echt nervig. Okay. Und da brauchst du noch das richtige Schiff dafür. Oh, lol. Nix help, please. Nee, rückwärts fahren kann man nicht. Weil ich S gedrückt habe, ist er wieder ausgestiegen. Ja, nee. Ist klar. Fast Travel.
da. Du meinst das Wrack vorhin, ne? Ich will aber Fast Travel. Kann ich Fast Travel dahin machen? Dock here to unlock Fast Travel Point. Ah, koste ich 260 Silberlinge. Okay, ist wie Assassin's Creed, aber koste ich Geld. Okay, check. Fast Travel ist schon mal nice. Kostet dich vermutlich je mehr Geld, desto weiter du Fast Traveln willst. Aber das ist okay, das Silberzeug, das kriegt man relativ cheesy ran. Fast Travel ist nice. Das muss man lassen. Sehr wichtig für sowas. Was nicht so nice ist, sind diese Ladezeiten. Und das bedeutet, man sollte, wenn man das spielt, auf der SSD installieren. Okay, das ist natürlich wieder direkt. Die sind deine Bildungsfassung. Erst deswegen habe ich ja gesagt, du sollst auf die SSD installieren das dann. Ja, haben. Ne? Na, ich sag ja, das fängt an ultra zu nerven, dass du jedes Mal in so eine Sequenz reinkommst. Da vorne geht's richtig ab. Der Mr. Kree wird gerade platt gemacht. Aha, jetzt hat er sich repariert. Weg da! Also Ram hat ihm nichts ausgemacht. Das ist nur ein Handelsschiff. Wer hat das kaputt gemacht? Kleiner Fuhmann, ey. Okay, das heißt, du brauchst das kleine Schiff, um die... Ne, ich kann den halt wegnatzen. Aber da kommt halt nichts Gutes dabei raus.
muss ich denn hin? Irgendwie dahin, oder? Cell Closure. Wie viel Uhr ist eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ab 6. Okay. Du brauchst eine Harpune als Waffe, gab's auch. Ja, aber für... Ich habe die Harpune schon. Die habe ich auch schon auf 2er upgraded, aber... Da stand auch was, dass du hier für diese Tierjagd, hier oben war das, glaube ich, dass du die Doe brauchst. Ne, das kleine Kackschüffel, mit dem wir einfach umgefahren sind. Ich weiß nicht, ob du bei dem Schiff, wo wir gerade sind, irgendwie umswitchen können. Wo ist denn hin? Da. Hallo, Pirat. Nee, als Kanone nicht verlieren. Ach so, du meinst für als Bugwaffe, ne? Ach so, ja, okay, dafür gab es ja auch Speer. Ja, den Speer habe ich schon. Also den Hunting-Speer, aber der funktioniert bei den großen Schiffen nicht. Da brauchst du halt das kleine Schiff für. This will help. Ja. Our relics are scattered. Ja, Contract accepted. Fates in the Stars. This is good. Aha. Oh, hier hast du Blueprints. Ist der Blueprints. Wie viel habe ich denn? Ich habe 1400 von den Dingern. Das heißt, ich kann mir auf alle Fälle das Blueprint holen. Sollte man auch. Was ist das? Long Gun. Oder First Aid. Dann holen wir uns die Long Gun. Okay. Gamba Kobe. Was? Armor. Okay. So, Fates in the Stars. Es gibt aber auch Bugwaffen. Treasure Maps lead to buried treasures. Okay. Treasure Map. A piece of paper pointing to the possible location of an old and mystical treasure written with delicate and pensive hand. Okay, du kannst es tracken, das ist immer gut. Ich finde das echt gut, dass du halt diese Mini-Dinger halt auch einfach tracken kannst. Ne, weil die Welt ist echt fucking groß. Und wenn du dann jeden Treasure-Dingsbums einzeln suchen müsstest, und davon wird es ein paar mehr geben. Wird das entsprechend extrem aufwendig. Ja genau, hier habe ich den einen Brief gefunden, jetzt auf dem Friedhof, auf dem Schiffsfriedhof. The Song of Lanitra, okay. Und jetzt? Wieder aufs Schiff. Oh, Manage Cargo, ich werde mal die Cargo wieder wegschmeißen. Warehouse, alles weg. Oh, increase Sailing Speed. Das ist nice. Na,
alles Quest-Items? Jo. Ballista-Bowls. Okay. Sollte das Game auch mehr wie eine Woche spielen. Ich glaube, das Game spielst du tatsächlich mehr als eine Woche. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Allein, weil du schon die zig Factions hast. Ah, ich habe gelernt. Wir trugen 3 für Kamera. Da ich sehe Loot voraus. Da, wir fahren genau auf Loot zu. Okay. Man sieht den Loot, sehr gut. Immerhin. Ne, ich will jetzt nicht jedes Schiff angreifen, das hier rumkreucht und fleucht. Hi Christoph. Artefakte, nice. Ich krieg, warum auch immer, Ruf. Mal diese, auf alle Fälle stören dich deine Mitspieler. Also du bist in einer sicheren Zone, oder? Nee. Stören dich deine Mitspieler beim Plündern. Plunder. Okay. Mal testen. Plunder starts. Und? Destroy enemies to resume plunder. Oh, ist das? Einfach Loot All. Wo ist es? Warship of Sea People is in sight. The reinforcements have arrived. Captain, we are ready. The loot they took is concealed somewhere. On fire!
shooting! Get down! Turn is in a physical threat! We must prepare! The enemy has received backup! I hope you dogs like sparks and smoke! Was waren das für blaue Leute, die da jetzt angezeigt wurden? Aha, okay, wir haben wieder... Eigentlich wollte ich dahin, um die Quest... Und nicht um das ganze Ding zu plündern. Sea Peoples! Destroy enemies with Zoom Plunder. They are bound to hack at any moment! Ready! Oh, hinten habe ich. Hinten habe ich keine Kanonen. No. Also es wird gelb, wenn du auf dem Ziel bist. Oh, ein Uncut Sapphire. Ist das noch ein Spieler? Ja, ne? Und jetzt? Ist das kein Spieler? Okay, ist außerhalb meiner Reichweite. Yeah, Fire Muskets. Okay, strange. Drei fertig, vier läuft. Oben siehst du, wie viele Wellen du gerade machst. Ah, okay. Ja, ja, das habe ich das schon mitgekriegt. Das musst du da auch noch vorhalten. Immer auf die roten Dinger zielen. Es gibt extra Schaden.
Und der nächste ist schon The Plundering. Ich hab ja gerade eine Bierkiste rum. Plunder complete. Okay. Und schon bin ich wieder neutral. Okay, aber ich muss mal reparieren. Okay. Und jetzt? Interact. Location is recovering. That's all the reports, Captain. Turning them in will surely gain Skurlock's trust. Okay. Seize the wind from the ship! Save it! Shipping Manifest, Company Dreadwood Report. Also das muss ich delivern. Okay, okay. Guck mal, wir haben nochmal ein Repair-Kit. Easy. Okay, das heißt, es gibt ja auch Raids. Ich meine, das war ein Billow-Raid, ne? Muss man ganz klar sagen. Ah, da siehst du, wie schnell sie sich recovern. Geht gerade übel was ab hier. Also es macht halt schon Bock. Die Frage ist, macht es langfristig Bock? Geschwindigkeit. Und die Sache ist, wie funktioniert das mit dem Koop? Das müsste man dann mal, wenn man das sicher spielt. Na guck mal, kann man sogar easy inviten. Jetzt verpiss dich, ich will mal in dieses. Ach, der greift jetzt hier an. Interact, Buy and Sell. Ach so, das sind nur so komische kleine Handelspostchen. Wo du zum Beispiel jetzt Akazienplanken kaufen könntest, oder du könntest die jetzt verkaufen, wenn dein Loot. Aha, okay. Da stand irgendwas von Plunder. Nächste Frage ist, nehmen die Leute sich gegenseitig den Loot weg? Ja, kann quasi jeder für sich plündern oder first come, first serve. Sea people, merchant. Sea people fleeing. Ja, egal. Oh. Target to far. Auf einmal kommt ein richtig dickes Schiff. Okay, man merke aber,
Munition und Repair-Kits sind extrem wichtig. Na, ich habe jetzt bei dem Kampf habe ich 2 Repair-Kits durchgejagt. 2 12.000er. Das hat schon die Stufe 2 Repair-Kits. Gut, ich meine, ich bin jetzt auch ganz am Anfang, ne, mit Waffen und Schiffen und allem Schnickschnack. Aber man kann sich jetzt schon ungefähr vorstellen, dass dann nachher halt so richtig abgeht. Und es gibt ja nicht nur, was wir jetzt hier gefunden haben, so Geheimsachen und Sunken Treasures und Schatzkarten und Schnickknack. Sondern nachher kommen ja noch richtige Schiffe, also richtig große Schiffe. Es kommen mystische Kreaturen, die sind noch drin im Spiel. Ne, wir haben ja jetzt hier mit Haien angefangen, mit Krokodilen. Die werden noch größer. Ich gehe mal davon aus, dass das wie halt bei Sea of Thieves ist, ne? Dass dann irgendwelche, dass die immer größer werden und irgendwie mystischer. Oder bei Black Flag. Und es gibt noch die Fantasy-Elemente. Irgendwann kommen dann so Geisterschiffe, ne? Auch wie bei Sea of Thieves. Also Skull and Bones ist halt so ein wilder Mix, muss man sagen. Zwischen den Spielen. Warte, lass mich wieder alles mal schön in die Sphäre aussetzen. Skerlock is a good client. As you can imagine, the pirate round brings me. Ja, Fregattengalionen, genau. Ja, und es kommen halt dann die ganzen NPCs, die du jagen musst. So, was haben wir jetzt? Repair Kit 2. Warum ist da eigentlich, dass ich das, dass da so ein komischer Bobbel ist? Ja gut, dann können wir die kleinen wegschmeißen. Das heißt nicht wegschmeißen, aber... Na guck mal, jetzt haben wir schon hier das grüne. Irokowood. Planke. Eisen. Jutenhanf. Ach. Okay. Jede Menge Quest-Sachen. Ich weiß nicht, ob man die im Inventar haben muss. Wo sehe ich denn nochmal, wie viel Geld ich habe? Auch hier, ne? Nee. Doch, bei Cargo. 3.500 habe ich jetzt schon. Na, dieser Überfall war gar nicht mal so schlecht fürs Geldbeutelchen. Also ich weiß, da kommen, wie gesagt, noch Geisterpiraten mit Geisterschiffen. Ne, und da werden auch andere mystische Sachen kommen. Wir sind ja jetzt ganz am Anfang, da spielst du noch nicht raus. What happened to the Freeport of Lanitra? You're looking for the spoils of the ship. People called Uriko Freeman. That prick never intended to ship. My job for the heist was to smuggle all that treasure. And not even one day, this den at St. Anne. Okay, der erzählt dir halt irgendwas. Für irgendwas. Okay. What you brought back? Ja. Yes, but why? Why would the... This alliance? I'm a Frenchie? No. I'd fight the French elves and kill them all. I'd love to watch their guts come spilling out. Sind das irgendwelche Entscheidungsfragen immer? Ob du lieber handeln machst oder eher Kampf? Oder hat das irgendwie Einfluss auf irgendwas? Ah, guck mal, ich krieg hier... The Pirates Round. Solidify your position with Skrullock by helping with Toiling's demands. Continue with Skrullock when ready. Okay. Okay, ich habe irgendwas ausgewählt. Keine Ahnung was. Klicken wir uns durch. Contract accepted. Off you go.
Wenn man bedenkt, wir sind immer noch in dem ersten Kacknabbeldorf hier. Und die Welt ist echt groß. Na, wir sind in das Gebiet hier. Du hast halt hier diese ganze Westküstengeschichte noch. Du hast hier dieses ganze Madagaskar-Käse. Über Ostküste von Afrika ist das ja. Du hast dann hier... Hier drüben müsste irgendwo Indien sein. Na, hier sieht man schon, das Land ist. Na, das heißt, hier wird es halt irgendwo Land geben. Da wird es auch mehr Inseln geben. Na, man sieht, dass hier zum Beispiel irgendwelche Inseln irgendwo verteilt sind. Ob die Karte noch größer wird, keine Ahnung. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das zumindest, wenn es... Wie nennt sich das? DLCs, muss man in dem Fall sagen, geben sollte. Und Ubisoft hat ja gesagt, sie möchten das sehr langfristig über mehrere Jahre unterstützen. Das heißt, sie wollen auch neuen Content dann bringen. Das heißt, die Karte kann tatsächlich noch größer werden. Ne? Lässt ja hier... Ist ja noch ein bisschen Platz. Und du kannst halt die Kontinente nicht halt einfach hart verschieben oder so, ne? Aber... Du könntest halt zum Beispiel die Afrika-Küste weitermachen. Oder Afrika-Küste... Ich weiß ja nicht, wie hoch das geht. Ja, könntest halt zum Beispiel die Afrika-Küste bis hoch zum... da zum Roten Meer etc. Na, dann halt Indien. Und dann hast du ja Südostasien, ne? Hier drüben halt mit Malaysia, Singapur irgendwie noch. Und dann irgendwann hier unten Australien, aber das ist ja alles... Weil das spielt sich ja alles im Ostindischen Ozean ab. Und Heimo, wunderschönen... Es kann eine Weltkarte werden. Ja, im groben Fall kann das eine Weltkarte werden. Aber da sind wir schon jetzt bei x Jahren für dieses Spiel, glaube ich. Was ist denn diese... Muss ich da was machen mit dieser Route? Oder weil diese komischen Zeichen da sind? Was soll ich machen? Acquire Ale 6-mal. Okay. Was habe ich als Gericht? Eine Scooping Station. Hitting a ship more than 320 Meter away will apply the marked status. Targets with the marked status take 100% more damage. Rogue Swabby said clothes once worn by Skurlocks fallen Captain. Aha. Nein, nix ist treu. Jo. Ah, das ist meine Main-Route jetzt quasi. Was ist das? Capital Settlement. Possible Loot. Torsing Spring, Capital Relic, Wuta, Russell Clove, Magnetite. Mein Gott. Okay, okay. Ale. Ja, ich soll Ale produzieren. Also muss ich hier unten die Route angreifen. Okay. Ich kann nichts essen. Okay. Y. Versorgungsroute heißt bestimmte Schiffe erfahren. Ja. Die fahren dann immer im Kreis halt. Das ist halt eine Standardroute. So, Manage Ship. Oh ne, was ich gucken wollte, war... Oh, wichtig. Ich wollte... Zum Typ mit den Waffen, das war der Schmied. Okay, genau. Ja, wir talken mal. Ja, okay. Weil, du hast nämlich hier die verschiedenen Waffentypen. Hier ist eine Harpune. Tatsächlich, ne?
Ob du mit diesen Sachen dann die Viecher schießen kannst. If great position, draw the ballista for greater power and range. Obwohl, das sieht eher damit aus, dass das halt für boarding ist oder so. To rip sails apart. Und das wird nicht für die Jagd sein. Liquid Fire. Oh, Alter. Mal hier bei byzantinischen Feuer. Pi mal Daumen. Kalinikos Flame. Kruetex. Ölkanister. Nee, das ist nicht für die Jagd. Schade. Das heißt, diesen für die Jagd, wenn du Viecher töten willst, brauchst du diese kleine Schaluppe. Tatsächlich, Schiff wechseln und auf Hammerhaijagd gehen. Ja, zum Beispiel. Warum soll ich jetzt auf Hammerhaijagd gehen? Ach so, Enhanced Kulverin. Ja, das ist alles Hardcore rufabhängig. Deine Quest. Nee, meine Quest sagt, ich soll Ale machen. Also die Hauptquest. Ich will jetzt nicht die Nebenquest anfangen, ne? Sondern ich will jetzt die Hauptquest halt weitermachen. Abgesehen davon müsste ich ja erst wieder ganz nach oben fahren. Das muss weg. Das muss instant weg. Ne, ich bin ja hier. Ich muss hier unten das ist Ale sammeln. Und die Haie da oben, die muss ich erst bis da oben fahren. Oder ich muss halt hier fast traveln. Ah, das kannst du aus dem Stegreif nicht. Du musst erst andocken, damit du fast traveln kannst. Als sie. Den schiebt mein Gary Sweet Loot. Na, kackt er jetzt ab, hä? Ah, hat er geheilt. Oh. World Event. Okay. New Map. Ja, in einer Minute, wie soll ich denn da hinkommen? Obwohl mich halt schon mal interessiert, wie das World Event funktioniert. Ob das wie... Dingsy ist. Bei... Assassin's Creed Black Flag hast du ja auch so World Events. Was war denn das bei Black Flag? War das der Weiße Wal oder so, ne? Der war alle zwei Tage. So ein bisschen Moby Dick Abklatsch. Ich guck mal, ob ich es schaffe. Wie lange geht denn das? Ah, die fahren dann jetzt da lang, oder? Und du musst die abfangen. Was ist das? Ah, das ist wieder so ein Gerücht, wo du nachgehen musst.
Hat so viel zu entdecken hier immer zu, ne? Mal alles Neues. Irgendwie fahre ich in die falsche Richtung. Ich muss da. Ile Royale. Okay. Ja, jetzt fahre ich richtig. Okay. Ich track mal. Was ich halt ein bisschen strange finde, ist halt diese ständige Rufbonus-Geschichte, den du bekommst, nur weil du rumfährst. Loot the convoy before it reaches destination. Merchant ship, merchant ship, merchant ship. Okay. Oh, ich muss eine Sache muss ich jetzt mal einstellen. Gameplay Auto Harvest. Ja, einmal Auto Harvest einschalten, ne? Nee. Auto Harvest ist das bei den Minispielen. Okay. Wir machen das Segel durchsichtig. Auf jeden Fall. Haben wir da noch irgendwas? Was war das nur? Chat? Grafiken. Das ist irgendwie Third Party. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Target Gefahr. Was ist das? Ah lol, die musste kaputt fahren. Was ist denn das? Ja, Flipper. Okay, haben wir alles? Ja. Wer seid ihr jetzt? Contract. Oh, triffst du noch. Trailer, dann stimmt mal Ping Attack, weil wir alle sind Supplies sind nicht schon. Supply ist so in der Chip with Repair Kit. Okay, Doki. Oh, nice. Und 1000 Dublonskis gekriegt. Hat er irgendwas an Bord, das ich brauche? Nee. Wir kommen näher. Ich glaube, in meiner Nussschale sollte ich das eigentlich nicht probieren. Aber was soll's? Was ist das? Schiff.
Target too far. Arriving sea people warship! Bark! Over there! Smuggle uncut garnets. Okay, dann werden wir die wohl mal auf dem Weg. Yo ho. Storm ahead. We're in free now. Secure the light. Fire! Hit! Ready to fire! They're ducking us. Keep your heads down. See the sails. They'll be riding deep in the water soon enough. Ihr Schmugglis. Wood. Angalia, a sea people warship. Sabuk has been spotted. The sea people. Was seid denn ihr für welche? Oh, wer ist da hinten? Das sieht big aus. Oh. Oh, das seht ihr gar nicht, oder? Da ist meine Cam drüber. Wo legt man die Cam jetzt am dümmsten hin? Ich leg mal die Cam um, dann seht ihr nämlich gleich was. Eventuell. Oh ne, hat sich erledigt. Du hast rechts oben, wenn du gesucht, gejagt wirst, hast du rechts oben wie bei... Hat einer auf mich geschossen? Hast du rechts oben so eine Gesuchtleiste. Ah, hier sind wir da. Menacing look about it, but probably filled with riches. Okay. Schon schwerer Seegang hier. Wie du halt auch Art durch das. Oh, da kloppen sie sich. Wie durch Wind und Wellen wirst du auf deinem Kurs abgedrängt. Alter. Aber nicht so schlecht. Und ich halte die Kamera einfach gerade nach Norden ausgerichtet. Oh, da musst du halt echt aufpassen. Also Auto irgendwo hinfahren ist halt echt nicht. Ja, ich halte die Kamera stur nach Norden.
Und mich dreht's halt echt nach Westen, nach Osten ab. Und ich muss nach Nordwest. Okay, jetzt bin ich auf Kurs, um den abzufangen. Ich glaube, rotes Licht bedeutet nichts Gutes. Ah, lass mich in Ruhe. Natürlich. Ich kann nicht mal das Schiff steuern. Alter, da hinten ist mein Ziel. So kann man seine 6 Stunden auch umbringen, oder? Okay, die fangen an abzunerven da hinten. So, jetzt, haha! Der Sturm beschädigt mein Schiff. Oh, kämpfen die? Der Sturm beschädigt mein Schiff. Was ist das denn? Ne, wenn ich zu hart in die Welle eintauche. Ah, hier ist auf alle Fälle Loot. Oh, da war ein Repair-Ding dabei. Uhuhu. Es sieht halt voll aus, als ob da gefightet wird, aber... irgendwie... wer bist du? Einmal ist wieder alles Gucci. Alter, ich beschädige den kaum. Feuer! Okay, du solltest mit dieser Nussschale nicht an diesem World Events teilnehmen. Ich hab den halt voll mit 3 Breitseiten getroffen. Der Balken hat sich nicht mehr bewegt bei ihm.
Ja, ich wollte fliehen. Wer bist du? Privateers, Captaini! We're finished! That one is not worth the trouble! Come on, Captain. You can take that ship down. Yeah, you can take the ship down. Willst du mich verarschen? To your battle post! What? Okay, jetzt sehen wir auch gleich, was passiert, wenn man stirbt. Das Schiff war doch eben noch voll. Na, ich nehme mal die Cam hier runter. Hold down. Voyage ended. Ship sunk. Respawn at sea, back to dock. Ah. Repair and return to action for 179 oder return to sun an. Return to sun an. Okay. Ne, wir sind eh zu weit im Norden. Ne, nur 50%. Ja, aber 50%. Ne, ich weiß, dass ich 50% hatte, ne, von dem Gehschild, aber das war ja instant. Was hat mich denn da umgenockt? Weil das ein... Wenn ich 50% habe, mein Schiff hat 22.000 HP. Wenn ich die Hälfte noch habe, habe ich mindestens 10.000. Was muss mich denn da getroffen haben, dass ich instant umgefallen bin? Weil da muss mich mindestens was für 10.000 getroffen haben. Puh. Der Privateer war Totenkopf gefleckt. Aber der war zu weit weg eigentlich. Da war ich doch an dem vom vorbei schon. Okay. Jetzt stehe ich hier. Your cargo will be jettisoned at sea when you are defeated. Return to where you were sunk to recover it before it's claimed by other pirates. Natürlich. Das ist wie... wie heißt das Ding, wo du dich rumrollerst? Ja, okay, hier fahre ich halt nicht mal hin. Das ist ja wohl klar. Kann ich eigentlich mal irgendwie mal meine eigene Ausrüstung? Repair. Manage Cargo. Hä? Ich hab doch noch alles. Also meine eigene Ausrüstung mal ändern. Die anderen waren auch alle mindestens Level 9, du 2. Woran siehst denn du das? Wir tracken jetzt mal. Ach, das ist mein Level hier vom Schiff, hier links oben. Quasi dein Also du hast ZF geschaut aus. Okay. Sea Peoples. Der ist Level 1. Okay, ne? Habe ich richtig so. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, auf die Level, muss ich uns ehrlich gestehen. Aber man sieht, man kann zwar überall hinfahren, aber das ist nicht gesund.
Na, da ist mein Schussfuck. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die alle von mir wollen. Die ganze Zeit. Okay, ich soll mir Ale holen, oder? Du hast Ale, oder? Nein, oder nicht? Strike the Iron. Ihr seht es übrigens rechts oben auf den Gesuchtmarker. Ist du ein Spieler? Ah, okay, er hat mein Zeug. Juhu, juhu. Schön nah ran. Alter. Alter! Bonus Loot! Ale, jawohl. Rot, Kanonenball Crates, Silber. Take it all. Hat nix. Was wissen du? Ne, man sieht das rechts oben. Ich bin von der komischen Kampagne bin ich gesucht mit zwei Totenköpfen. Ausgewichen. Ah. Jetzt kriege ich das auch mit dem Boarding hin. Cannonball, Grillbread.
Alter, was bist denn du für einer? Du Schmutzfuß. Du musst nämlich deine, auch die Höhe bestimmen, die du deine Boarding-Seile wirfst. Du musst die nämlich über den Bug werfen, also über die Reling quasi, damit es erfolgreich angezogen werden kann. Und nicht einfach gegen den Rumpf oder so. Oh, ich bin hostile. Jawohl. Wir nehmen alles mit. Ich bin Freibeuter. Ich habe 5 und 6 Ale und schon bin ich wieder nicht mehr gesucht. Also das mit dem Suchen geht halt echt schnell. Schiffes. Aber Bock hat's gemacht. Also so richtig ist hochseetauglich ist diese kleine Mütze hier nicht. Und wieder habe ich Schaden gekriegt. Kleine Wurst, ey. Aber Schaden macht er mir nicht. Aber ich habe einen Debuff gekriegt. Flooding. Okay, die machen mir doch Schaden. Ah, doch, das Schiff hat das. Es ist ein Dreier. Das muss ich machen. Aber das wird mir nicht. Es wird zwar angezeigt als Main Target, aber wurde mir nicht angezeigt als Beute, dass es Ale hat. Ja, Creme. I knew we had him the whole time. Let us show them.
Er wird aber abgenibbelt, ey. Aha. Wir nehmen alles mit. Muss ich ihn hin? Die Liver Ale. Na, ich bin wieder gesucht bei der von der Company. Das dürfte so das Pendant der North, wie war das der? Wie war das die Northeast India Company sein? Lockt euch. Nein. Ah, okay. Ich krieg keinen Loot, wenn ich nicht drauf schieße. Das induziert ein bisschen, dass man sich gegenseitig den East India Trading Company, genau. Das induziert ein bisschen mit dem Loot, dass du dir den Loot nicht gegenseitig wegnehmen kannst. Das finde ich aber positiv. So, ich muss nochmal ein Bio-Päuschen machen. Puh, also World Event kannst du dir am Anfang halt echt sparen. Weil du machst halt null Schaden an den Schiffen. Andererseits, wenn genug Leute da sind, kannst du ja mal vorbeigucken. Du siehst ja, wie viele Schiffe interagieren schon in diesem Ding. Sodass du halt tatsächlich da in den Kampf mal reinschießen kannst. Und hoffen, dass die anderen halt das kaputt machen und dann absnacken. Of your actions have reached even Skurlocks here. Oh, nice. Neue Post. The Sons of Liberty, wir claimen. You ain't heard it from me. Ich frage mich, wo man seine Klamotten mal tauschen kann. Ich laufe halt immer noch in diesem komischen Kackzeug rum. Na, viele Sachen ausprobiert heute auf alle Fälle schon mal. Wir haben noch knapp 2 Stunden, oder? Was gibt's Feines? Schiffskosmetik. Und eine Long Gun. Oh, 1200 schon. Kann aber nur auf dem Bug gemacht werden. Ist mir egal. Now there won't be any tales. My men inspected the goods. Man of war. Ohne Man of War. Das ist schlecht. Mere captains won't know what's coming. For now, I press my boot down harder on should my agents. Ich hoffe, euch ist okay, wenn ich die ganzen Dinger abbreche, die ganzen Texte. Was ist das alles jetzt? Fleur de Lis, Ship Emote. Okay. Ach, das sind die 3 Lilien vom französischen Königshaus. Okay, okay. Eine Bombarde. Oh, eine richtige Bombarde. Hier ist der Blueprint dazu. A small taste of riches that flow down the Pirate King. Schiff Kosmetik. Okay. Kali, you want to piece them together with the rumors my French agent's been feeding me. Fette Karte, oder? A compagnie merchant convoy.
Oh nein. Planet the Con will live for your rulers. Planet will be hunted for rulers. Plunder it, and the world will tremble. Get that convoy, and New York receives. And those French fops. Ich hoffe, das ist nicht der Konvoi, den wir jetzt quasi gerade angegriffen haben. Das wäre sonst Pain in the Ass, weil dann wäre nämlich die Main Questline mehr oder weniger zu Ende. Okay, ja, wir haben noch. Dieser rote Totenkopf induziert so ein bisschen, dass das nicht so einfach ist. Oder? Da ist noch eine Quest. Irgendwo hier. Okay, das ist... Untold Treasures. Okay. Okay, diese blauen Dinger, das sind alles so Nebenquests, so Wendung-Teile vermutlich. Okay, hier hinten war noch irgendwas. Moving up in the world, are you? How about new cannons for your ship? Aha. Das sah aus wie eine Eisenhülle. Rüstung. Display in Weiß wie du Grub. Nein. Craft new items. Fort Chester von Corrupt Company Officer in Fort Louis. Ach, das sagt ja auch, wo du die kaufen kannst. Die sind quasi freigeschaltet zum Kauf und du musst sie halt dann noch finden. Kaufen. Okay. Bring more coin. And I'll smith you more steel. So, Grillbrett, Repair-Kit, Repair-Kit, Cannonballs haben wir, Ballista-Balls, Bombards, Bronze, oh, Bronze-Ingots, Iron, Amber-Chris, Found the Shore Floating Sea. Oh, das ist Amber. Amber ist ultra wertvoll. Wenn du mal am Strand was findest, Amber, kannst dir dein nächstes Auto mitkaufen. Guck mal, wie groß das Teil ist. Vanilla. Ale. Rogue Swabby Set. Cloves worn by... Okay, Rogue Swabby Set. Das sind... Ships and Captain Vanities can be viewed and equipped in the dock and the atelier respectively. Was ist denn das Atelier? Freiboilerkiste. Ich habe die Pläne für die Dreier-Sachen. Und Spyglass 2. Ah, okay, auch das Spyglass kannst du verbessern. Das ist doch mal eine Ansage. Okay, Destroy 9, Destroy 9. Ein Workshop. Treasure Map. Okay, das wissen wir, wie das... Trinket Case. Cloves Fallen by One. Das Atelier. Okay. Archives. Okay. Wann habe ich denn diese Bücher aufgehoben? Da, Navigation Tools.
Nein, wieso muss ich das vom Journal removen? Ich verstehe nicht, wie das mit dem Remove vom Journal ist. Warum das so sein muss. Warum sollte ich das jemals aus meinem Buch entfernen wollen? So, haben wir es hier alles, ja. Okay. Nee, war zu ihm müssen wir, ne? Zum Carpenter. If you need it, my hand can make it. Craften. Oh, da brauchst du schon richtig gutes Zeug. Working with my hands is relaxing. Na, da Bronze, Casting Sand. Leim. Teak Blank. Oh, du brauchst Teakholz. Da, das Spyglass kann ich machen. Ja, das sieht gut aus. Nein. Entweder Spyglass oder Hunting Spear. Ich glaube, das Spyglass ist wichtiger als der komische Jagdspeer, oder? Aber krass, wie weit ich halt schon gekommen bin, wie viele Sachen ich halt hier schon freigeschaltet habe. In den ersten paar Stunden des Spiels quasi, um das nur mal kennenzulernen. Gerade diese Upgrade-Tools hier, die du halt brauchst, um deine ganzen Minigames und etc. zu machen, die sind relativ schnell ausgebaut. With a chisel, I can make a masterpiece. A masterpiece. Und da, ein Repair-Kit. Ja, ich kann ein Repair-Kit bauen. Okay, ich nehme mal eins mit. Wäre nicht schlecht. Was bist du? Statuseffekte. Machen wir noch ein Repair-Kit. Gut ist. Habe ich das Spyglass ausgebaut? Ja, ne? Okay. Easy. Waheri, I am always here to serve. Ah, hier, Vanity Atelier. Das ist das, was ich gesucht habe, wo ich meine... wo ich mich selbst umziehen kann. Und ich wollte eine Biopause machen. So, auf jeden Fall mache ich die 6 Stunden heute noch voll. Dann habe ich es hinter mir. Okay, Talk. Here for a restyle, mon coeur? I can tell from a glance. Mon coeur. Speak to the vanity lead in then for the captain customization. Emotes for your captain can be previewed in the action wheel, assessing by. Was ist das? Left control. Okay. Purchase and equip items. Okay. Seawater is disgusting. Irgendwas mit 500 Gold stand da jetzt? Emotes. Okay, das sind die Emotes, die ich halt habe. Clap. Keep this between us. I think Skurlock could do with a change of style. Oh, Fredden. Invite over here.
3. Okay, soll. Ah, okay, okay. I miss cake. Auf die 3. Ah, guck mal, da gibt's noch mehr bestimmt. You cannot afford this. Was? Warum nicht? Ich habe 5.500. Und ich kann mir das Teil für 500 nicht kaufen? Horrible weather these days. Okay, strange. Okay, das war Emotes. Equipment. Was ist das? Vera sorely needs a style. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Shops hier. Klar, eine Tunika. Kleines Boyero-Läckchen mit offener. Was haben wir hier? Crocodile skin might just work. Face. Okay. Was ist das? Oh, das sind die Sets. Purchase at Vendors. Da habe ich ja schon welche gefunden. Iron Weaver Set. Wieso steht da 2 von 8? Fehlt da nicht irgendwie eine Hose? Weil du schon 2 Teile hast, ja, ne? Ah, man kann auch weiter runterscrollen. Ah. Oh, man kann eine Menge runterscrollen. Was ist das? Torso. Torso habe ich doch gerade. Waste. Was ist das? Vorarm. Hand. Bottom. Okay, das heißt, hier müsste ja irgendwo eine Kapitänshose sein. Oder auch nicht. Mariniere Leggings. Footwear, also Boots. Das sind alles so komische Sandals. Und ich keine ordentlichen Stiefel. Aha. I need an umbrella. Muddy Jack Boots. Geht ganz schön ins Geld. Body Cosmetics. Das hatte ich doch ausgesucht. Okay, okay. The Soul Eater. Okay.
Silicon Hearts are a necessity. Gibt's irgendwas wie Hüte? Da gibt's Hüte. Ja, das sieht doch schon mal. Warum leuchtet da immer noch was? Aber da kann man sich auf alle Fälle mal richtig austoben. My hair has had better days. Taille passt null. Das liegt daran, weil ich die Taille nicht gekauft habe. Wo ist ein Taille? Face, Neck. Ich habe nur noch 945. So, hier, Waste. Das geht sogar. Oder nach Silber. Ja, die Sachen, die passen würden, da habe ich halt nicht mehr genug viel Kohle für. Das würde passen. Ja, gut. Oh, 800. Chaka, chaka. So, ist irgendwie für 5000. Change physical appearance. Ist das wie so der Schneider? Ah, hier kannst du nochmal anpassen. Okay. Choose a preset character. Ich hoffe, das bauen sie noch ein bisschen aus, dass du noch ein bisschen deinen Charakter anpassen kannst. Yes. Okay. Tell others of my fine fashion, will you? Aha. Guck mal, das sieht doch schon mal. Wesentlich angenehm aus. Als wenn du in deinen abgehalfterten Lumpen da rumrennst, wie hier ein Strauchdiebe. Ich bin Captain. Captain Thunder and der Flying Mantis. Booyah. Wo muss ich denn hin? Für die Main Quest muss ich jetzt was machen? Alter, ist das weit weg. Uhu. Uhu, uhu. Okay, das heißt, ich muss. Das sieht nicht wirklich gut aus mit dem roten Totenkopf. Aber hey, muss mal durch. Okay, ich denke mal, wir werden jetzt hier durchfahren. Kommt mal da drüben raus, schwer zu sehen. Ja, doch, müsste kurz raus. Und dann da drüben hin. Wir haben noch eine Stunde 50. Ich mache nochmal eine Biopause und dann ziehen wir den Rest durch. Bis gleich.